gefühlt würde ich fast sagen, im Torabschluss. haben wir in den letzten Spielen, glaube ich, auch gesehen, dass wir grundsätzlich gute Spielanlagen, gute Spielsequenzen hatten. Aber dann so im letzten Drittel ist meist ein bisschen an Konzentration so ein bisschen gefehlt hat. Und da sind wir aber jetzt dran, das auch weiterhin zu bearbeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann, wenn es losgeht, auch da sein werden. Ich muss es noch ein bisschen reinkriegen, weiterhin auch wieder mehr in der Spitze zu bleiben tatsächlich. Das weiß ich auch selbst, weil ich einfach grundsätzlich das ganze Jahr über mehr auf der 6 oder auf der 10 unterwegs bin im Verein. Da sind dann manchmal gewisse Automatismen in den Abläufen einfach noch drin. Das ist erstmal wichtig, dass die Positionen besetzt sind, dass wir diese auch dann bespielen können im Zweifel, egal wer da jetzt wo steht. Aber eigentlich ist es schon so, dass ich eher in der Spitze zu finden sein soll als auf der 6 oder auf der 8. Ich bin noch getaped, das ja, aber es ist tatsächlich alles so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme, weil wir bisher sehr, sehr gut damit gefahren sind. Ich bin sehr, sehr häufig schmerzfrei, was schon mal sehr gut ist. Natürlich merke ich es manchmal noch ein bisschen, aber alles in einem Bereich, was wo man sich keine Sorgen machen muss, wo ich mir keine Sorgen mache. Dementsprechend ist das ziemlich entspannt, das Thema, muss ich sagen. Das ist keine Entscheidung, die ich heute treffen könnte oder morgen treffen könnte, weil ich mich grundsätzlich noch nicht dazu bereit fühle. Aber es wird ein Gefühl sein, denke ich, was ich in meinem Bauch haben werde, was mir sagen wird, jetzt ist es Zeit aufzuhören oder nicht. Aber ich stehe hier gerade vor der Weltmeisterschaft, die noch nicht mal begonnen hat. Und da schon über eine Karriere, über das Karriereende zu sprechen oder Nationalmannschaftskarriere in dem Fall zu sprechen, habe ich gerade keine Lust drauf, muss ich sagen.